Ja, servus und habi deri. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind gerade beim Kalib und schauen jetzt natürlich, dass wir diese eine Quest da, also dieses Rätsel da ein bisschen lösen. Und zwar erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie, das Siegel der Prüfung bricht, also im dunklen Licht. Das heißt, ihr müsstet ja eigentlich dann schlafen. Und zwar bis nachts, wenn ich mich nicht täusche. Probieren wir es mal. Probieren wir mal bis abends zum Schlafen. Weil vielleicht, nur dann entdeckt man vielleicht den Schrein. Das testen wir jetzt einfach mal. Okay, der will nämlich immer. Ah, schau mal, da haben wir 3 von 3. Ah, okay, das ist durch dieses Recken gewarnt. Das ist aber cool. So. Weil ich glaube nur, dass wir diesen Schrein nachts sehen. Und zwar sind wir jetzt in diesem Gebiet, ne? Hateno-Festung. Die Frage ist, wo kann da was sein? Wahrscheinlich einfach vielleicht irgendwo da in der Nähe bei denen. Das muss man umschauen. Vielleicht findet man ja was. Vielleicht findet man auch nichts. Ja? Kann alles möglich sein. Na, warte mal, da brauche ich nicht so eine Waffe. Na, 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 na. Da. Da. Ist die besser? Ja, schon, gell. Let's go. Haben wir noch ein paar Monster-Zutaten? Ist halt jetzt echt die Frage, was der da meint. Die kann man dann aufschauen. Also hier sind wir auf jeden Fall wieder in der Hateno-Festung. Im dunklen Licht. Was ist das da oben? Ah, okay, da haben wir einen Krog dann. Boah, ist natürlich jetzt schon schwierig, sag ich mal. Weil ich halt jetzt natürlich. Ist das gerade ein bisschen blind hier. Das ist merkwürdig da oben. Also, wenn ich mir das nur mal durchlese. Von diesem Lied hat er eine Archäologe Kalibre. Löse das Rätsel der alten Verse und damit auch das Siegel der Prüfung. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Puh, ja, wo halt, ne? Aber ob das dann wirklich da erscheint oder irgendwo vielleicht? Ist halt jetzt echt schwierig. Okay, da finde ich halt jetzt gerade wirklich gar nichts. Das ist merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut, dann da würde ich sagen. Schauen wir mal weiter. Das ist, glaube ich, muss schon irgendwo da in der Nähe sein. Eins. Mein Ausdauerhonig. Mein Ausdauerhonig. Irgendwo muss da schon was sein. Statue, ne? Das sind meistens ja aus Stein. Vielleicht muss ich da rauf. Probieren wir mal aus. Ja, der Vorteil ist gerade, es regnet gerade nicht. Vielleicht muss ich wirklich da rauf. Ich hab doch gesagt, ihr untersucht dieses Gebiet. Also muss ja anscheinend irgendwie in dem Gebiet sein. Deswegen gehe ich jetzt mal da einfach mal. In luftige Höhe. Boah, das war knapp. Vielleicht finde ich da irgendwas. Also da müssen wir später auf jeden Fall noch hin. Da gibt es einen Krog. Ja. So. Schauen wir mal. Wir haben ja auch ein paar Sachen, damit wir wieder Ausdauer
Also die Ausdauer hochbringen, falls jetzt wirklich too much ist. Was ich mir vorstellen kann, das ist doch ein ziemlich hoher Weg. Es sei denn, ich kann da oben irgendwo stehen. Sonderlicher Vorteil. Pennen auf jeden Fall Monster. Oh ja, da pennen wirklich Monster. Ich würde sagen, wir wechseln einmal das Gewand. Ninja Outfit, ne? Zack. Zack. Das war's. Okay. So, ist da jetzt irgendwas in der Nähe? Blutmond, oder? Na doch nicht. Dachte ich schon. Also ich glaube, dass das mit nach... Ich glaube, dass das mit Nacht schon stimmt. Oh, da müssen wir. Da gibt's einen Krog. So, so. Ja. Dann müssen wir hier nicht, oder? Was? Naja, haben wir zumindest schon mal einen Krog. Yay! Krog sammeln! Ciao! Warum haben wir da eigentlich eine Markierung? Ja, hast du das noch nicht hingesetzt? Na. Irgendwas ist da hinten, ne? Irgendwas ist da hinten. Ah. Komisch. Naja. Also das darf ich jetzt schon gerne rausfinden. Vor allem, darf mich interessieren, was das da hinten ist. Okay, was ist das? Mir wurscht, wir gehen mal, dann teleportieren wir uns dann auch lieber nur mal irgendwo hin. Das mag ich jetzt wissen, was das da unten ist, weil das ist keine Markierung von mir. Das ist keine Markierung. Ich hoffe, das bleibt jetzt erst einmal, ne? Was bist du? Okay, probieren wir mal nochmal den Ausdauer-Jump. So. Es ist doch nicht sauwitzig, ne? Das gucken wir schon mal machen, aber... Weiß ich nicht. Die Sterne, die man da immer da steht, ja, hat dich wohl nicht gehört, bla bla bla, ne? Wahrscheinlich müsste das Pferd in der Nähe sein, weil dann kommt diese Meldung nicht, ne? Was bist du? Sternensplitter, ein Stein, der vom Himmel gefallen ist. Er ist sehr selten und erzielt hohe Preise, aber kann auch als Kochzutat wahre Wunder wirken. Okay. Na gut. Jetzt mal nochmal da hin. Schauen wir nochmal. Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen so dieses Gebiet. Sag ich mal. Na, vielleicht müssen wir da wirklich so ein kleines Gebiet untersuchen. Also. Ah, dann müssen wir genau in die andere Richtung. Genau, so ungefähr, ne? Alter, hat der nicht einmal irgendwas gesagt, dass der irgendwelche Statuen untersucht? Jetzt die Frage, wo die Statuen sind. Das sind die Löcher da, wo... Okay, okay. Ah, die müssen doch dann auch irgendwo da unten sein, oder? Vielleicht müsste man nochmal zu ihm und da einfach nochmal nachfragen. Ja, da ist ja auf jeden Fall dieses Lager drin. Wir haben da auch noch nicht so richtig viel untersucht.
Schauen wir mal. Vor allem muss der das ja eigentlich gut erreichen können, wenn der irgendwas untersucht, ne? Das war knapp. Jetzt reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht führt uns einmal hier. Schauen wir mal. Ich glaube, mit nachts bin ich gar nicht mal so verkehrt dran. Jetzt fragen wir mal nochmal. Also. Irgendwo in der Nähe muss es sein. Es wird langsam hell. Vielleicht sollte ich mich wieder draußen umsehen. Okay, der sagt heute aber leider nicht mehr. Warte mal. Schlafen wir mal trotzdem bis abends. Weil der hat ja vorher einen anderen Dialog gehabt. So, schauen wir mal. 21 Uhr, okay. So, ja, strahlen die Augen. Das heißt wohl, irgendwo da draußen muss es sein. Was machst du? Oh, du bist es. Wie du siehst, bin ich beschäftigt damit, das Rätsel dieser alten Inschrift zu entschlüsseln. Ja, das haben wir, kennen wir halt alle schon. Ne? Das hat er uns schon mal alles gesagt. Komm schon, du bist wirklich nervig, ein kleines Kind. Dabei war, habe ich dir doch gesagt, wie beschäftigt ich damit bin, dieses alte Inschrift zu entschlüsseln. Oh. Ja gut, das ist halt das, was er mal gesagt hat. Nach Schreinen, nachts arbeite ich. Okay. Ist immer beschäftigt. Aber wo soll denn da irgendwas sein? Also ich habe jetzt auf jeden Fall da hinten habe ich überall geschaut. Da ist nichts, ne? Müssen wir vielleicht da raufklettern? Komm, probieren wir es mal da. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ja, ich kann jetzt gerade nicht brauchen. Sorry. Nee. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Bernstein. Nehmen wir mit. Nochmal Bernstein. Nehmen wir auch mit. Ja, da oben kommt man doch auch rauf. Da ist sogar leichter nachzukommen. Nehmen wir mit. Zack. Rot und Nied. Das können wir schon daher verkaufen. Schauen wir einfach mal da lang. Ich glaube, dass wir da schon wieder zu weit weg sind, ne? Jawohl. Wir waren nur so ein bisschen in dem Gebiet drin. Keine Ahnung, ne? Und jetzt können wir klettern. Das ist der Vorteil. Und wir sind sogar auch echt schneller, ne? Mal kurz warten. Ah. So. Haben wir doch auch noch was? Na, das ist bloß so ein Pilz. Gut, nehmen wir uns das mal mit. Schön. Okay. Schwierig. Was ist das? Eigentlich ist das Oh, da haben wir Steine. Oh, warte mal, da müssen wir es anders hernehmen. Nehmen wir das her. Gibt's vielleicht wieder einen Krug, ne? Schauen wir mal. Ja, schaut so aus, ob er mit den Bomben wegspringen muss. Und boom. Oh. Oder auch nicht.
Vielleicht einfach alle drei runterrollen, das kann da möglich sein. Eins. Ah, okay, hat dir gereicht. Sehr schön. Ja, habt ihr entdeckt. Ciao. Na gut, aber da glaube ich, da sind wir nicht mal mehr ansatzweise in dem Gebiet von dem Kerl. Ihr habt wahrscheinlich schon eine Lösung. Ne? Kann ich mir vorstellen. Ich halt leider noch nicht, ne? Aber man probiert halt das Beste. Oh, Schrein in der Nähe. Oh, schau mal, lauter Penisse. Warte mal. Strahlen die Augen der verfluchten Statue in Dunkelheit durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Erleuchten da von irgendwo Augen? Bei irgendeinem? Da sagt man zumindest so, dass da einen Schrein gibt, ne? Da sind Augen. Ja. Nice. Es fetzt. Okay. Das war sexy. Cool. Boah, krass versteckt gewesen eigentlich, ne? Das habe ich jetzt aber echt nur per Zufall gefunden. Jetzt müssen wir dann danach, wenn wir den Stein gemacht haben, auf jeden Fall zu dem Kerl wieder gehen. Und ihm sagen, hey du, Bursche, wir haben da was. Viel spannend. Was ist das? Ist das eine Kraftprüfung? Oh Gott, schauen wir mal. Schaut nicht nach Kraftprüfung aus. Schaut nach Rätsel aus. Yep. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kamu Yuo. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Die Räder der Zeit. Okay, pass auf. Boah, okay, das ist natürlich tricky. Okay, das ist cool sozusagen. Okay, warte mal, oder können wir ja? Kommen ja trotzdem irgendwie da rauf, ne? Schau mal. Hier. Was ist diese Kiste? Die Kiste kommt jetzt langsam da runter. So, wir müssen mal schauen, dass wir die Kiste erwischen. Wenn es ungefähr passt, dann müssen wir das mal alles anhalten. Ah, schade. Hätte aber schon gestimmt. Muss ein bisschen aufpassen. Und dann müssen wir wieder da drauf. Also die Truhe müssen wir definitiv abwarten.
Okay. Es sei denn, wo die Truhe auch da, da aufmachen. Ah, schaut nicht so aus. Guck mal, was passiert, wenn ich das mache? Dann bleibt auch alles stehen, ne? Okay. Gut. Ist okay, ist okay. Sehr schön. Oh, nicht gut. Okay, haben wir geschafft, haben wir geschafft. So, das geht natürlich jetzt hier rauf. Wir haben zumindest die Kiste, das ist schon mal ein Vorteil. Oh. Da kommen wir auch relativ hoch. Da haben wir so Laserstrahlen, da müssen wir auch noch schauen, wie wir das machen müssen. Das ist die Treppe. Nein! Oh, Mist. Also eigentlich müsste die Treppe rauf, ne? Nein, da kommt nicht weiter. Das wird schwierig. Ich glaube, nur durch diese Treppe komme ich da auch weiter. Ah, da haben wir auch nochmal so eins. Nee. Genau, da oben muss ich nämlich raus. Ah, okay. Scheiße. Ah, das ist gar nicht mal so leicht, der Schrein. Also ich glaube, mir bleibt da nichts anderes übrig, außer halt wirklich zum Schauen, dass ich da diese Treppe mitnehme, ne? Hier. Okay. Ah! Okay, dann müssen wir, glaube ich, mal speichern, weil sonst sind wir da Ewigkeiten unterwegs. Obwohl, geht eigentlich ja relativ gut. Weil direkt danach kommt ja gleich wieder die nächste Treppe. Ja, es geht eigentlich relativ gut, aber es wird, glaube ich, gar nicht mal so. Scheint am blödsten. Okay, haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Sehr schön. So. Da hinten haben wir, glaube ich, nichts mehr übersehen. Nee. Okay. Ja, geschafft, schön. Haben wir jetzt das vierte Zeichen, glaube ich, schon, oder? Ja, nice! Könnten wir uns eigentlich nur mal einen neuen Ausdauer-Container holen, da die Song. Ist das jetzt ziemlich noch am Plan, oder? 16 Schreine haben wir schon. Puhu. Ja, gut, ne? Ja, komm, wir holen uns dann nur mal einen Ausdauer-Container. Jetzt gehen wir aber erstmal nur mal zu dem Kerli zurück. Und sagen wir ihm, hey, mein Freund. Ah, da ist er eh schon. Wir haben da was gefunden. Moment mal, wo kommt denn jetzt dieser Schrein her? Und das, obwohl noch niemand einen Durchbruch bei der Inschriftenanalyse erzielt hat? Archäologisch könnte man das wohl als einen echten Glücksgriff kategorisieren. Achso, okay, das war's schon. Trotzdem schauen die alle aus wie Penisse.
Warte, da ist aber nur irgendwo ein Schrein. Da ist noch irgendwo ein Schrein. Aber erst mal den Vogel kaputt hauen. Ah, Mist. Haben wir nicht erwischt. Oh, dafür eine Ausdauer-Checke. Nice. Okay, da ist noch ein Schrein. Nein, was wir haben, haben wir, ne? Also. Und ich weiß, dass man, wenn man alle Schreine hat, das dauert nur ein bisschen, das sind 120, ne? Kann man einen Vogel einfangen? Nein. Wenn man alle Schreine hat, dann kriegt man das klassische Link-Outfit, ne? Also ich glaube, das wie heißt das Wildnis-Outfit, irgendwie sowas. Ja, das klassische in grün mit der Mütze und sowas. Oh, 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 oh. Okay, da ist auf jeden Fall ein Schrein, Leute. Okay, wir haben da, glaube ich, ein kleines Problem. Auftuch. Mal ein bisschen schneller klettern. Oh, hoffentlich können wir da stehen. Oh, oh. Oh, oh. Da können wir stehen, oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Da müssen wir stehen, Kinder. Puh. Das war knapp. Okay. Ja, der Schrein ist ganz in der Nähe. Ich schätze mal, dass der gleich da oben ist. Dann holen wir uns. Muss einmal sein, Leute, ne? Weil nur durch diese Schreine wären wir halt einfach besser. Das heißt, wir haben irgendwann mehr Ausdauer, wir haben mehr Leben. Wir müssen halt dann alles so dementsprechend dann zuteilen, wie wir es brauchen. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Gerichte, die wir uns Ausdauer geben, aber... Oh, leck. Hä? Warum macht der Schrein nicht? Also warum piepst du nicht mehr? Okay, pass auf, wir geben uns jetzt einmal... Einmal voll. Let's go. Nice. Warum piepst du nicht mehr? Ah, vielleicht sind wir jetzt zu rum? Maybe? Ah, okay. Das sind schon richtig. Ich glaube, wir müssen mal bloß in die richtige Richtung schauen. Mal, jetzt mal unten bleiben hier. Ausdauer regenerieren. Sehr schön. Okay, irgendwo da. Jere. Schleimgelee nehmen wir mit, ne? Wo bist du, Schrein? Nee. Ist der da drüben? Mal schauen hier. Dass die einmal in so einer Höhle ist, ne? Das gibt's ja nicht. Das Signal wird immer stärker und dann wird es wieder schwächer. Ganz merkwürdig. Aber da haben wir so einen alten Tempel. Was ist das? Ha. Na, warte mal, da stimmt was nicht. Also. Nein, ich mag jetzt zwar noch gar nicht hier. Da ist schon irgendwas, ne? Also, wir können es mal markieren. Mit Special. Ne? Dann sagen wir, okay, da ist irgendwas. Das können wir später irgendwann erkunden. Aber wir wollen jetzt eigentlich nur diesen Schrein machen. Also wir müssen auf jeden Fall wieder in diese Richtung.
Werden wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge machen. Nehmen wir. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben auf jeden Fall diesen geheimen Schrein entdeckt. Und dann hofft man mal, dass wir den anderen jetzt dann in der nächsten Folge auch noch finden. Von dem her, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Habi die Ehre.